Hi, heute ist jetzt die Durchsicht beim Bienenstand Aue Süd. Das letzte Mal war das vor 3 Wochen und heute ist genau Tag 21. Also ich bin direkt in meinem Rhythmus drin. Ab dem Tag heute wird dann so ein Bienenvolk alle 14 Tage durchgeschaut, bis die Schwarmzeit beginnt. Und da ich jetzt morgen einen ganz anderen Zeitdruck habe, muss ich leider die Bienen heute durchgucken. Das Dumme ist für heute, wir haben nur 11 Grad. Gestern gab es da einen richtig krassen Wintereinbruch bei uns hier in Karlsruhe. Ihr seht, da liegt ja noch überall Schnee. Und trotzdem drücken die Bienen, weil jetzt könnte tatsächlich Futter knapp geworden sein. Und ich muss auf jeden Fall reinschauen, ob Futter alles noch okay ist. Und genauso wichtig sind auch die ersten Drohnenbrutschnitte, weil ich morgen noch andere Bienenstände zu tun habe und dann die nächsten Tage alles voll ist bei mir im Terminkalender, kann ich jetzt hier den Bienenstand heute auch nicht schieben. Weil von der biologischen Zeit hätte ich auf jeden Fall nochmal auf morgen, übermorgen legen können den Termin. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, die Hobbyimker können sich das wesentlich besser rausnehmen wie ein Berufsimker. Liegt einfach am vollen Terminkalender und man muss ja viele Bienenvölker im Blick halten und nicht nur ein paar. Und weil es heute alles schnell gehen soll und ich auch die letzten Videos sehr viel sprachlichen Input gegeben habe, habe ich mir gedacht, ich sage heute einfach mal gar nichts und mache einfach mein Ding und zeige das dann natürlich hier mit dieser Kamera. Und wer Fragen hat, kann die natürlich wie immer ins Kommentarfeld posten. Thank you.
Bienen. Thank you.
So, wir haben es geschafft. Ich muss sagen, das ging jetzt tatsächlich relativ fix. Und das entspricht übrigens auch so circa meinem normalen Durchschnittsstandard, wenn ich Bienenvölker durcharbeite. Tatsächlich, wenn ich nicht dabei reden tue, sondern nur meine Arbeit mache, geht es wesentlich schneller. Ja, und um vielleicht hier kurz einen kleinen Überblick zu bekommen, was ich jetzt eigentlich hier getrieben habe. Also ich habe bei zum Beispiel dem ersten Volk die Königin gesehen, die hatte keinen Punkt mehr. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, Königin keinen Punkt. Beim zweiten Volk hier habe ich zwei Bienen gesehen mit CPV-Anzeichen. Das war nicht der Anfang, sondern tatsächlich die Krankheit wirklich entdeckt auf den Bienen. Also eine Bienenkrankheit, das ist ein Virus, chronisches Paralysevirus. Da habe ich mir gleich eine Notiz geschrieben, die zwei Völker. Das eine kriegt die Königin einen Punkt, beim nächsten Mal, heute nicht, war ich zu faul zu. Und das Volk wird aus der Selektion rausgenommen. Also sobald ich Anzeichen sehe von irgendwelchen Krankheiten, Königin weg bitte und was Besseres rein. Bei dem Volk hier wird die Königin ausgetauscht. Die haben ganz komisch Drohnenbrut gemacht. Das könnte aber eine Unterverpflegung von Drohnenbrut sein und das korreliert ein bisschen mit dem Wetter, was wir gerade haben. Deswegen da nicht zu früh urteilen. Ich habe mir trotzdem eine Notiz gemacht, dass das Volk hier einfach verkrüppelte Drohnen drin hat. Da meine ich nicht von der Varroa-Schädigung, sondern einfach sehr schlecht gepflegte Drohnenzellen, die nicht so wie so normal aussehen sollten, so einen schönen Hubbel hier bekommen. Ja, da kann man nochmal einen Unterschied sehen. Das hier ist eine Anomalie. Ja, eigentlich sollten sie ja so aussehen, aber sind sie flach geworden und das liegt an einer kompletten Unterverpflegung von den Drohnen und das hier sieht nach einer gesunden Drohnenbrut aus. Und wie ich ja auch in anderen Videos sagte, ich nehme die erste Drohnenreihe immer raus, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Wer das nicht tut, der verpasst sozusagen die biologische Milbenbekämpfung und kann danach eben mehr mit Säure arbeiten. Ja, dann haben wir die Einraumbeuten hier. Das Volk hat ein bisschen zu wenig Futter, ist aber für die Bienenmasse absolut ausreichend. Das Volk hier war richtig gut. Die haben nämlich ausreichend Bienenmasse drin, voll viel Brut, Bienen sehr gesund und die haben auch definitiv den meisten Futter gehabt. Das Volk da hinten muss man, also die alte Einraum-Homehive-Kiste, die muss man genau unter die Lupe nehmen. Ich bin zwar erst in 14 Tagen wieder hier am Bienenstand, aber wenn es nochmal 7 Tage Regen kommt, dann muss ich dieses Bienenvolk hier definitiv mit Futterwaben versorgen. Und wenn ich die nicht habe in dem System, dann muss ich eben mit Zuckerteig oben auf die Brutwaben auflegend arbeiten. Sonst laufe ich Gefahr, dass die verhungern. Bei den Homehive habt ihr das gesehen, durch diesen blöden Wintereinbruch war meine Aktion vom letzten Mal überschüssiges Winterfutter rauszunehmen, einfach einen Tacken zu früh. Aber wer hat es wissen können, dass hier jetzt wieder so ein Winter kommt und die Bienen nicht wirklich sammeln können. Deswegen habe ich die Altwaben rausgenommen. Die kann ich ja gerade nochmal zeigen. Also das ist auch das, was nicht eingelagert wird. Die werden einfach eingeschmolzen. Das waren diese zwei hier. Na, ihr seht, die sind schon echt dunkel. Und hier war sogar Drohnenbrut drauf. Und die Zellen sind total verschoben. Das ist, wo man da unten sieht.
hier, ne, alles eine verbogene Wabe. Auch hier gab es einen Bruch und immer wenn es Brüche gibt, macht die Biene Drohnen rein, weil es wohl einfacher ist zu flicken. Und das ist eine sehr alte Brutwabe, die hat einfach in meinem System nichts mehr verloren. Das heißt, diese beiden Waben werden ausgeschmolzen und die zwei letzten Futterwaben hier, mit denen kann ich jetzt zum nächsten Bienenstand fahren und da genau dasselbe machen. In 14 Tagen bin ich jetzt wieder regulär hier an diesem Bienenstand. Und da mache ich genau dasselbe wie heute. Ich schneide die Drohnenbrut raus. Ich gucke auf die Gesundheit. Ich beurteile die Bienenvölker. Und warte dann noch, bis die Schwarmzeit beginnt. Die müsste nämlich jetzt auch bald in den nächsten Tagen losgehen. Die Bienen warten letzten Endes nur noch auf eine richtig tolles Wetterlage und dann geht's los mit den ersten Schwärmen. Und wenn ich nicht möchte, dass die Viecher von alleine abhauen, dann muss ich als Imker da eben eine Methode anwenden. Da sind wir jetzt aber noch nicht in dem Jahresabschnitt, deswegen würde ich das auf die nächsten Wochen schieben. Und ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video in der Stille gefallen. Mache ich bestimmt wieder. Tut mir ja auch gut, mal nicht zu reden. Und bei Fragen, wie gesagt, anrufen immer gerne. Ab einer Stunde kostet es was allerdings. Nee, Entschuldigung, ich habe es ja gesagt, ab einer halben Stunde. Wegen Corona habe ich das ändern müssen. Da haben zu viele Leute mich angerufen und sozusagen kostenlos Coaching abgegriffen. Da habe ich jetzt einen Riegel vorgeschoben. Aber kleinere Fragen könnt ihr bitte immer, also einfach anrufen. Wer Fragen hat, bin ich immer gerne für euch da. Und Kommentare, ja, würde mich auch freuen, wenn immer mal wieder Fragen hier in die Kommentare reinkommen, einfach, dass man antworten kann und somit auch andere Menschen, die das lernen möchten, wie man mit Bienen umgeht, dann auch eben sich da informieren können. Tolles Timing von mir, weil jetzt fängt es an zu regnen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video. Ciao!